Hallo, herzlich willkommen zu diesem Videotutorial. Mein Name ist Michael Schilke. Ich zeige euch heute den Unterschied in einem Formular zwischen einem Auswahlmenü und einer Auswahlbox. Dazu wechseln wir in die Formulare. Kontaktformular 1 wollen wir bearbeiten. Wir sagen Tag generieren und als erstes werden wir das Auswahlmenü erstellen. Hier geben wir ein paar Automarken, damit wir es gleich unterscheiden können. Porsche, Sco und Audi, die Volkswagen-Marken, können wir noch sehr dazu nehmen. Wir klicken hier in den Tag, kopieren diesen und das Auswahlmenü. Wird hier eingefügt. Wir fügen hier wieder nochmal zwei BRs ein. Dann war es das auf dieser Seite gewesen. Wir müssen das Menü aber noch in das Übermittlungsformular einlöten. Das machen wir jetzt. Steuerung Copy. Vor die Bewertung. Auswahl. Autos, damit wir es gleich schön unterscheiden können. Steuerung V. Das war unser Auswahlmenü. Wir speichern einmal. Und sagen jetzt wieder neuen Tag generieren. Jetzt kommt die Auswahlbox. Hier geben wir ein Fisch, Gemüse. Nur groß schreiben. Oh. Obst. Waren soll langen. Und wir setzen diese beiden Häkchen hier. Und wir kopieren wieder den Tag. Und fügen den Tag ein. Auswahlbox und dürfen nicht vergessen diesen Tag zu kopieren. Das war es auch schon. Wir speichern die ganze Geschichte, wechseln auf unser Kontaktformular im Frontend. Geben einen Liefertermin an, Ihre Nachricht, Auswahl. Wir sehen hier ein Auswahlmenü. Oh, das habe ich falsch geschrieben, das müsste man nochmal ändern. Hier gehören noch ein paar BRs dazwischen, um das nachher alles schön zu machen. Wir wählen den Skoda aus, für den wir uns interessieren. Wir finden Gemüse ganz toll. Die Seite ist sehr schlecht. Wir haben die AGBs gelesen und geben unseren Capture Code ein und versenden das Formular. Wir rufen unser Outlook auf. Und wie wir sehen, in der E-Mail, die wir erhalten haben, kommt die Bewertung sehr schlecht vor. Deshalb wird die E-Mail auch gleich gelöscht. Das wollen wir gar nicht lesen.
Alles hat seine Richtigkeit. Die E-Mail kann gelöscht werden. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Freue mich auf ein nächstes Mal. Auf Wiederhören, auf Wiederschauen.